Trust Zone ist nicht genug. In der Übersetzung von Michael und Florian. How the speaker will explain how you can hijack debug components for embedded security in ARM processors. Pascal is not only a bandit software security engineer, but also a researcher in his spare time. So please give a very, very warm, welcoming, good morning applause to Pascal. Okay, thanks for the introduction. So, as it was said, I'm an engineer by day Danke für die Einführung. Wie schon anfangs genannt, arbeite ich in einer französischen Firma. Aber in diesem Talk geht es vor allem um die Aktivität als Wissenschaftler. In diesem Talk habe ich mit einem Wissenschaftler mitgearbeitet, der heißt Muhammad Abdul Wahab. In diesem Talk wird es hauptsächlich darum gehen, um die Sicherheit für Embedded-Systeme und vor allem in der Sicherheit in ARM-Prozessoren. Auf der Slide unten seht ihr einen Link, da könnt ihr Zugriff auf alle Dokumente haben und auch auf diese Slides nach meinem Talk. Vor dem Kongress wusste ich nicht, welcher Hintergrund vorhanden ist hier für diesen Talk, welchen Hintergrund ihr habt. Deswegen habe ich da ein paar Referenzen hier auf dieser Slide gezeigt, dass ihr das Vokabular auch verstehen könnt. Und im Bereich der Sicherheit und Computerarchitektur wird es darum gehen, zum Beispiel hat hier Keegan einen Talk gehabt zu Mikroarchitektur, Angriffe auf Mikroarchitekturen und Sicherheits-Execution Environments. Ich werde im Bereich von FPGA-Sachen, gibt es die Open FPGA Assembly, die ihr hier besuchen könnt. Und wenn ihr keine Ahnung habt von FPGAs, dann hoffe ich, dass ihr Zeit habt, um eben zu dieser Assembly zu gehen, weil diese Leute an der Assembly eine gute Arbeit machen, um FPGA Open Source zu machen. Wenn ihr diese Slide seht, dann ist die erste Frage, wieso habe ich den Titel gewählt, Trust Zone ist nicht genug? Nur eine kurze Erinnerung, was ist Trust Zone? Trust Zone ist das Prinzip, dass man ein System teilt in eine sichere Komponente und eine unsichere Komponente oder eine vertrauenswürdige Komponente, kann man auch sagen. Wir haben viele Hardware-Komponenten und viele Software-Komponenten in den Trust Zone, die es uns erlaubt, ein sicheres Betriebssystem laufen zu lassen in unserer Trust Zone. In unserem Fall ist, was wir tun wollen, wir wollen die Komponenten verwenden auf der linken Seite hier von dem Bild und uns angucken, ob wir das noch sicherer machen können. Des Weiteren wollten wir uns Trust Zone genau angucken. Wenn ihr euch nämlich den Talk zu Sicherheit angesehen habt, dann habt ihr vielleicht schon gesehen, dass man Trust Zone verletzen kann unter bestimmten Bedingungen. Dieser Vortrag ergänzt das andere, da wir etwas auf einem niedrigeren Niveau machen, auf einem niedrigeren Level machen, der Prozessorarchitektur. Ich werde im weiteren Teil des Vortrags darüber reden, was wir zwischen der Trust Zone und dem Approach in WISROC machen können. Im Wesentlichen wird es eine kurze Einführung, einige Ansätze, Debug-Komponenten für Sicherheit zu benutzen. Dann rede ich über ARM-Hacks, das ist der Name des Systems, das wir entwickelt haben, um die Debug-Komponenten zu benutzen. In dem Kontext unseres Projektes arbeiten wir mit einem System-on-a-Chip. System-on-a-Chip sind diese Art von Gerät, wo wir in dem grünen Teil den Prozessor haben. Es kann ein Einzelkern sein oder Dual-Core oder sogar ein Quad-Core-Prozessor.
Und ein anderer interessanter Teil, der ist in gelb hier, ist die programmierbare Logic, ein FPGA in diesem Fall. In dieser Art von System on a Chip hat man einen VR-Prozessor und einige Links zwischen den beiden Einheiten. In dem kleinen roten Rechteck könnt ihr also Trust Zone sehen. Das ist ein Bild davon von einem System on a Chip, der von der Zynq heißt, von Xilinx, einem FPGA-Hersteller. In dieser Art von Chips hat man typischerweise zwei Cortex-Prozessoren und das FPGA, um damit zu arbeiten. Was wir machen wollen mit den Debug-Komponenten, ist dynamischen Informationsfluss zu verfolgen. Was ist Informationsfluss? Informationsfluss ist das Transfer von Informationen von einem Container C1 und einem Container C2 in einem Prozess P. In anderen Worten, wenn wir diese einfache Codebeispiel nehmen, wir haben vier Variablen A, B, W und X. Die Idee ist, okay, wenn man einige Metadaten in A hat, dann werden die Metadaten nach W verschoben. Also welche Art von Informationen wir haben, wir übertragen. Die im Wesentlichen die Informationen, die wir in dem ersten Block haben, ist okay, diese Daten ist privat, diese Daten sind öffentlich und wir sollten keine öffentlichen und privaten Daten vermischen. Im Wesentlichen können wir sagen, dass die Information binäre Information sein kann, die öffentlich oder privat ist. Aber wir haben verschiedene Niveaus von Informationen im typischen. In den weiteren Teilen wird diese Information taint, also verunreinigt oder getaggt genannt. Und wir werden sagen, mein Tag ist rot oder grün, um zu sagen, ob es private oder öffentliche Daten sind. Wie ich gesagt habe, wenn das Target A rot ist, dann muss die Daten in W auch rot sein. Das gleiche für B und X. Wenn wir auf einen Buffer Overflow angucken, als Beispiel, in dem oberen Teil der Folie habt ihr den Assembler-Code und im unteren Teil die grüne Farbe ist die Farbe der Tags und der rechten Seite der Spalte hat man den Status der verschiedenen Register. Dieser Code ist im Wesentlichen okay, wenn mein Input am Anfang rot ist. Also wir nutzen einen verunreinigten in der X-Variable, dann wird der Register 2, das den X enthält, wird auch rot. Dann, wenn wir den Buffer IDX zugreifen wollen, was die zweite Zeile in dem C-Code ist, dann wird auch die Information dort rot sein. Und das Resultat der Operation, was X ist, wird natürlich auch rot sein. Das heißt, wenn wir am Anfang einen verunreinigten Input haben, dann müssen wir in der Lage sein, diese Information bis zur Rückgabeadresse dieses Codes übermitteln können. Wenn dieser verunreinigte Input tainted ist, dann muss auch der Ausgabecode tainted sein, also verunreinigt. Was können wir damit machen? Es gibt ein einfacher Code, der sagt, wenn du ein normaler Benutzer bist, dann musst du bloß den Welcome-File öffnen. Wenn du Root-User bist, dann musst du das Passwort-Datei öffnen. Das sagt im Wesentlichen, okay, wenn wir das Welcome-File öffnen wollen, das ist eine öffentliche Information, damit kannst du alles machen. Wenn es ein Root-Benutzer ist, dann wird Passwort zum Beispiel einen kryptografischen Schlüssel enthalten und wir dürfen nicht zu der Printf-Funktion gehen. So im Wesentlichen die Idee ist, zu testen,
dass die FS-Variable, die die Daten enthält, des Dateis privat oder öffentlich ist. Im Wesentlichen haben wir drei Schritte dafür. Zuerst die Kompilation gibt uns den Assembler-Code. Dann haben wir müssen wir die Systemaufrufe verändern, sodass sie das Tag mitsenden. Also die, ob die Daten öffentlich oder privat sind, über meine FS-Variable. Ich werde darüber später etwas mehr reden. Und in der Zukunft ist die Idee, dass wir ein Operationssystem, ein Betriebssystem zu kompilieren, das diese mit integrierten Unterstützung vor DIFT. So, es hat dafür einige Sachen Arbeit gegeben über dynamische Informationstracking. Im Wesentlichen sollten wir das Informationsverfolgung in zwei Arten machen. Zum ersten auf dem Applikationslevel, also wir arbeiten im Java, im Android-Level. Einige Arbeiten schlagen auch Lösungen auf dem Betriebssystem-Level vor, zum Beispiel Lamar. Was wir machen wollen, wir wollen auf einem niedrigeren Niveau arbeiten, nicht auf dem Applikations- oder Betriebssystem-Level, sondern auf dem Niveau der Prozessorarchitektur. Also wenn ihr ein bisschen Informationen darüber haben wollt, über diese OS-Level-Informationen von Informationsflussverfolgung, dann könnt ihr auf blair-ids.org gehen. Da gibt es einige Informationen für ein Android und einen Port für ein Intrusion Detection System. Im Rest des Talks werde ich im Wesentlichen durch diese Arbeiten durchgehen und gucken, was wir darüber machen können. Wenn wir reden über den dynamische Informationsflussverfolgung auf einem tiefen Ebene, auf der tiefsten Ebene, gucken wir vor allem drei Sachen an. Das erste ist das, was man auf der linken Seite sieht von der Slide hier. Die Idee ist hier, dass auf der oberen Seite von dieser Figur hier sieht man die normale Pipeline. Zum Beispiel, dass es dekodiert wird, dann hat man eine Registrierdatei und dann geht es in die ALU rein, in die algorithmische Verarbeitungsunit. Das Ganze gibt es Security, dann wird das verarbeitet mit Tags und Taints. Also es ist einfach gesagt, wird das hier normal verarbeitet, nur um Daten zu verarbeiten. Das impliziert zwei Sachen. Erstens brauchen wir den Source Code von dem Prozessor selbst, um das zu duplizieren. Und um den DIFT, die Informationsflussverarbeitungs-Tracking, zu verarbeiten. Das ist also sehr unpraktisch, weil wir den Source Code brauchen, was nicht immer einfach ist. Und über alles gesprochen, können wir alle Kabel rausziehen von dem Prozessor und dann uns angucken, was wir bekommen. Der zweite Ansatz ist hier auf der rechten Seite zu sehen, das ist ein bisschen anders. Anstelle von einem einfachen Prozess, das alles machen will, zusätzlich zum Informationsflusskontrolle wollen wir stattdessen den normalen Informationsfluss behalten. Das ist hier das zweite Bild. Und dieser Weg ist ebenfalls nicht so gut, weil wir einen Kern haben, der die Applikation betreut, und einen anderen Core haben, einen anderen Prozessorkern haben, der nur die Analyse macht. Das heißt, es ist ein bisschen schade, einen ganzen Prozessorkern zu benutzen, nur für die DIFT. Was wir also gut machen sollen, ist, wir können einen dedizierten Coprozessor für DIFT erstellen. Wir haben also einen Hauptprozessor, der die Applikation betreut und mit dem Coprozessor interagiert. Und da gibt es dann ein paar Kommunikationen zwischen diesen beiden Prozessoren. Wenn wir also mal einen kurzen Überblick haben wollen und einen Vergleich zwischen den einzelnen Einsätzen,
wenn man DAFT in, rein in Software laufen lassen möchte. Das ist sehr, sehr kostendick. Es kostet viel und das ist sehr, es tut weh, weil es viel Overhead und Zeit braucht. Hinsichtlich von den anderen Approaches, die alle mit Hardware geholfen werden. Das heißt, auf dieser Slide, die man jetzt wieder sieht, ist dieser Koprozessor nicht so wichtig. Wir sehen das in meinem Talk. Wir werden sehen, dass die Dedicated, dass der Dedicated DFT-Koprozessor, die letzte Zeile hier, dass dieser nicht so, lass mich sagen, der ist nicht so einfach, um für verschiedene Sicherheitspolicies. In der ersten Zeile von dieser Tabelle, die man jetzt sieht, ist die Idee, dass man Instrumentation benutzt. Wenn man zum Beispiel am Tag 2 ist, dann ist Instrumentation die reine Verwandlung von einem Programm in sein eigenes Messwerkzeug. Ich habe also einen Teil von meinem Code nur zur eigenen Messung. Wenn ich also messen möchte, welchen Einfluss die Instrumentation hat auf meine Applikation, dann kann man in diesem Diagramm sehen, dass die normale Applikation normalerweise ein Level von 1 hat. Und wenn man aber Instrumentation mit benutzen möchte, dann ist das der minimale Overhead oder Override, Overhead, das ist ungefähr 75%, so ungefähr. Die Zeit, die man braucht für Instrumentation, wird grob gesagt doppelt so lang brauchen, wie wenn man normal einfach nur das Programm laufen lässt. Und das ist natürlich nicht akzeptabel, weil das wird dein Programm zerstören. Also mein Ansatz hier, der ARMHEX-Ansatz, der reduziert diesen Overhead von einem Software-Ansatz. Wir werden jetzt nicht die Sicherheit von dem DRFT-Koprozessor beachten. Das ist der erste Ansatz. Das ist der erste Ansatz von einem DRFT in einer hardware-basierten Chip. Ich habe den Talk zur Sicherheit von Nintendo Switches beobachtet und der Sprecher da hat gesagt, dass Blackbox-Testing Spaß macht, außer dass es halt eben keinen Spaß macht. Was wir machen wollen, wir wollen halt das untersuchen, ohne den Prozessor decappen zu müssen. Und das ist, was wir machen wollen. Auf der lichten Seite haben wir den ARM-Prozessor. Im Wesentlichen, das hier ist eine vereinfachte Version mit nur einem Kern. Auf der rechten Seite habt ihr die Struktur des Co-Prozessors, den wir implementiert haben in FPGA. So, im Wesentlichen könnt ihr sehen, zum Beispiel zwei Dinge. Das erste, es gibt einige Verbindungen zwischen dem FPGA und der CPU. Diese Links existieren schon in dem Chip. Und die andere Sache, die man sehen kann, bezüglich des Speichers, es gibt separaten Speicher für den Prozessor und für den FPGA. Und wir sehen später, dass wir Trust Zone benutzen können, nur um einen Layer der Sicherheit hinzuzufügen, sodass wir den Speicher zwischen beiden mischen können. Im Wesentlichen wenn wir mit dem ARM-Prozessor arbeiten wollen, müssen wir die ARM-Datenblätter sehen und zuerst mal hab keine Angst vor der Länge der ARM-Data-Chips. In meinem Fall habe ich mit dem ARM V7 Technical Manual gearbeitet. Das sind schon 2000 Seiten. Das ARM V8 Manual ist über 6000 Seiten, aber natürlich, was auch schwierig ist, die Information ist zwischen verschiedenen Dokumenten verteilt. Aber egal, wenn wir
die Debug-Komponenten benutzen wollen, in dem Fall von ARM, dann haben wir nur dieses Register hier, dieses heißt DBG irgendwas. Und ihr könnt sehen, in diesem Register kann man sagen, okay, den Schlüssel und Wert 038 irgendwas in dieses Register zu schreiben. Und wenn man irgendeinen anderen Wert da hinschreiben, dann entsperrt es den Register. Also das ist der erste Schritt, um die Debug-Komponenten anzuschalten. Einfach einen zufälligen Wert in dieses Register zu schreiben, um die Debug-Komponenten freizuschalten. Hier ist nochmal die Schematik des System on a Chip. Hier könnt ihr sehen, es gibt den Coprozessor und auch ganz oben habt ihr, was die Core-Side-Komponenten heißen. Das sind die berühmten Debug-Komponenten, über die ich im zweiten Teil meines Talks reden möchte. Hier ist eine vereinfachte Ansicht von den Debug-Komponenten, die wir in dem Sync haben. Auf der linken Seite haben wir die CPU1 und CPU2, die beiden Prozessoren. Und all die Core-Side-Komponenten im PCM, also die Dinge, die in dem rechten, in dem roten Dreieck sind, und die ITM und die Instrumentation und die Trace Microcell, also Spurmikrozelle. Im Wesentlichen wollen wir Daten aus diesen Core-Side-Komponenten extrahieren. Der wesentliche Pfad wird okay. Wir benutzen den PTM und wir folgen dieser roten Linie, gehen durch den Trichter, und an der Stelle haben wir zwei Möglichkeiten, die Informationen zu speichern, die wir von den Debug-Komponenten haben. Das erste ist der eingebettete Trace-Buffer, eine kleine Speichereinheit in dem Prozessor. Aber unglücklicherweise ist das eine sehr, sehr kleine Speicher, ungefähr 4 Kilobyte. Und die andere Möglichkeit, die Daten auf den Trace Packet Output zu exportieren, das ist das, was wir einfach um Daten zu benutzen, um die Daten an den Coprozessor im FPGA zu übertragen. So, was PTM machen kann, das erste ist nachzuverfolgen, eine Speicherstelle. Man kann alle Aufrufe verfolgen, aber man kann auch zum Beispiel nachverfolgen eine spezifische Region des Codes. Das heißt, man kann sagen, ich will nur den Code in Sektion 1 oder Sektion 2 oder Sektion N nachverfolgen. Dann kann das PTM auch ein paar Verzweigungstests machen. Das ist etwas, das nicht in dem Linux-Kernel vorhanden war, aber wir haben ein Branch Broadcasting ins PTM, ein Patch dafür eingereicht, der abgenommen wurde. Man kann auch Timestamping machen, um die Informationen in den Traces zu speichern. So, das ist im Wesentlichen, wie eine Trace aussieht. Hier ist der einfachste Code, den wir haben können, einfach eine Vorschleife, die nichts macht. Ja, das ist der Assembler-Code. Und die Trace wird ungefähr so aussehen. In den ersten 5 Bytes haben wir ein Stub-Paket, das Async-Paket. Das heißt einfach nur, das ist der Anfang des Traces. In dem grünen Teil haben wir die Adresse, die zu dem Anfang der Schleife entspricht. Der orangene Teil sind die Branch-Address-Packets. Also hier sehen wir, wir haben 10 Iterationen dieses Pakets. Wir haben auch 10 Iterationen in der Vorschleife. Das zeigt einfach nur, wie die generelle Struktur dieser Spur aussieht. Ah, ich habe noch. Wenn wir eine andere Schleife daran hat, vor diesem Konvol, dann macht es einfach die Spur etwas länger, einfach um die Informationen über die zweite Schleife hinzuzufügen. Wenn wir all diese Spuren haben, ist der nächste Schritt, okay, ich habe meine Tags, aber was mache ich jetzt damit? Wie definiere ich die Regeln, nur um meine Tags zu übertragen? Und dafür benutzen wir statische Analyse. In diesem Beispiel haben wir die
Instruktion, okay, okay, just berechne einfach Register 1 plus Register 2 und tu das im Register 0. Dann benutzen wir statische Analyse, die uns zu sagen, okay, okay, der Tag, der mit Register 0, der Tag für Register 0 ist der Tag für Register 0, 1 oder Register 2. Und die statische Analyse führen wir durch, bevor wir den Code durchführen. Und wir sagen, okay, wir haben all die Regeln für unsere Grenzfälle. Und jetzt haben wir die Traces. Wir wissen, wie wir die Tags übertragen müssen. Und der letzte Schritt ist es, die statische Analyse in dem LLVM-Backend zu machen. Und der letzte Schritt ist die Instrumentierung. Wie ich vorhin gesagt habe, wir können alle Speicheradressen, die wir brauchen, für die Instrumentierung bekommen. Aber in der zweiten Möglichkeit können wir auch nur die Register-Speicheradressen für die Instrumentierung. Im ersten Fall, bei diesem einfachen Fall, können wir im Wesentlichen sagen, okay, wir instrumentieren allen Code, aber der wesentliche Nachteil daran ist, okay, wir werden sehr die Zeit der Ausführung beeinflussen. Was wir sagen können, okay, mit dieser Funktion können wir nehmen die Daten aus der Spur, also wir nehmen die Programmkontrolladresse der Spur und für den Stackpointer benutzen wir statische Analyse, um die Informationen über den Stackpointer zu bekommen und wir instrumentieren nur noch die Instruktion am Ende. Also wenn wir hier zu diesem System zurückkehren, die Kommunikation von Rot wird die also diese rote Kommunikation ist der wesentliche Nachteil. Wir haben den Prozessor und den FPGA, die in verschiedenen Teilen arbeiten, laufen. Das wesentliche Problem wird sein, wie können wir diese Daten in Echtzeit übertragen und zwischen dem Prozessor und dem FPGA. So, also das PTM. Das ist der Zeit-Overhead, wenn wir Trace enabled, also im Blau haben wir die Zeit, die das Programm, die Basiszeit, wenn die Spuren abgeschaltet sind. Und wenn wir Spuren anschalten, ist der Zeit-Overhead fast vernachlässigbar. Hinsichtlich der Zeitinstrumentation können wir sehen, dass wir mit Strategie 2, dass die Core-Side-Komponenten die Instrumentation und die statische Kontrolle benutzen. Und wir konnten den Overhead von 53% herunterfahren auf nur 5%. Also es gibt immer noch einen kleinen Overhead, aber der ist sehr, sehr klein verglichen zu mit vorherigen oder vergleichbaren Ansätzen. Hier hat man einen Überblick, der zeigt, in der grauen, in Grau sieht man die Vergleicharbeit oder die vorherige Arbeit. Und man kann sehen, dass in unserem Ansatz, in unserer Strategie 1 ist das kleiner und in Strategie 2 ist es nochmal kleiner. Es ist also sehr, sehr, sehr viel kleiner, der Prozentsatz von dem Instruction Instrumented. Das ist nochmal ein Überblick über das System. Wir können sagen, okay, wir können TrustZone benutzen, nur um zu trennen die CPU von den FPGA-Coprozessor. Wenn wir also einen Vergleich ziehen zu vorherigen Ansätzen, können wir sehen, dass verglichen zu den vorherigen Ansätzen dass wir jetzt nun Hardcore portabel sind, was der Ansatz von HIO auch konnte, aber halt eben nicht kann und denken. Und natürlich ist der Flächenverbrauch sehr viel kleiner als vorherige Ansätze. Kommen wir nun zur Zusammenfassung. Was ihr mitnehmen sollt, ist,
das die PTM-Information zusammenzieht. Das ist ein Tracing, was nicht eingreift, und wir haben einen vernachlässigbaren Overhead an Performance. Wir verringern die Communication Zeit und wir verbessern die Sicherheit der Software. Was wir zukünftig noch machen möchten, ist für Multicore-Prozessoren vielleicht den gleichen Ansatz verwenden für andere Prozessorarchitekturen wie Intel. Da kann man unseren Ansatz vielleicht auch übertragen. Und das war mein Talk. Danke, dass ihr zugehört habt. Thank you very much for this talk. Unfortunately, we don't have time for Q&A. Und damit verabschieden sich aus der Übersetzerkabine Michael und Florian. Sie hörten den Talk Trust Zone ist nicht genug. Bitte wende dich mit Feedback auf Twitter an @c3lingo oder mit dem Hashtag C3T. Tschüss.